Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 898. Die heutige Folge ist auch für alle mit der Xbox One und der PlayStation 4, also damit den Landwirtschaftssimulator 2019 zocken, auch die können diese Mods bekommen. Wir stehen als erstes bei einer Kuhn-Mod. So simpel sieht's aus. Da seht ihr das gute Stück schon. Auch überall schön die Beschilderung gemacht. Sieht auch texturmäßig sehr gut aus, ist nichts übermäßig glänzend. Man sieht hier, die Metallpart sieht ordentlich aus, aber ist jetzt irgendwie kein so ein High-End-Chrom-mäßigen Part oder sowas. Also schon alles so ein bisschen angepasst, das Ganze. RM610R seht ihr hier an der Seite auch, und das ist ein Mähwerk, genau richtig erkannt. So sieht das Ganze aus. Auf meiner Testkarte hier geht Mähen nicht, warum auch immer, aber es ist halt leider so. Ich kann natürlich euch einmal hier die ganze Geschichte zeigen, indem ich mal reingehe. Und da seht ihr, so wird das Ganze gemacht und so läuft es. Und da seht ihr auch die ganzen Animationsgeschichte. Ich mache mal wieder aus, dann seht ihr schön, wie es ausläuft. Ja, so wird hier gemäht. So sieht's aus. Traktor kann ich auch wieder ausmachen. Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Wir schauen einfach mal. Ich kann natürlich noch mal kurz zeigen, wie es aussieht, wenn ich den dann runterlasse. Habe ich natürlich glatt vergessen. So. Ihr seht hier, ne, die Reifen unterstützen das Ganze hinten gewichtstechnisch noch ein bisschen. Das passt also soweit. Ne? Und wenn wir Schluss machen, dann können wir das Ganze schön ordentlich, da seht ihr jetzt auch mal hier, wie es unten drunter aussieht, schön das Ganze zusammenklappen und abtransportieren. Sehr schöne Geschichte. Wir schauen uns das mal im Shop an. Wir gehen auf die Mähtechnik ganz ans Ende. Und da seht ihr, 180 PS braucht ihr. Und es sind 6,10 m Arbeitsbreite immerhin. Das ist eigentlich schon für so eine Zwischenlösung eine ganz ordentliche Geschichte. Die reinen Frontsachen liegen ja meistens so zwischen 320 und 360, wie ihr es jetzt hier seht. Die großen Lasten liegen bei 10 Meter, ne? Teilweise 8,40 m. Also das ist schon eine gute, gesunde Zwischenalternative, vor allen Dingen auch für den Preis. Ne? 16.500 für 6 Meter Mähwerk. Das ist schon der ganze Trick. Ja, ich klicke nochmal drauf und dann seht ihr, ist es sonst auch nichts weiter einzustellen. 19 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und das ist schon alles, was wir so haben an Infos. So, gut, okay. Das war Nummer 1. Wir skippen mal. Mal gucken, wo wir landen. Und wir landen hier oben. Genau. Hier oben, sagt ihr, wo ist denn hier oben? Ich mache mal die Map dementsprechend mal auf. Dann seht ihr auch, wo hier oben ist. Ich musste hier ganz nach oben dahin, weil sonst kein Platz war für den Kuhstall, was eine gerade Fläche angeht. Weil wir sind jetzt bei einem Kuhstall. Ich mache den Motor hier mal an. Dann seht ihr ja an dem Dunkelgrün, das ist die Fläche, die sich mit verändert hat. Also das ist dementsprechend der Umkreis. Und dann seht ihr, der Kuhstall hat eine sehr große Auslauffläche, was insgesamt natürlich sehr schön ist für die Tiere. Aber der Knackpunkt an der Geschichte ist, wir haben natürlich dann auch die Möglichkeit oder das Problem, dass wir es mal unterbringen können, ne? Hier einmal der, ne, nicht so schöne Stacheldrahtpart. Hier seht ihr auch die Tränkegeschichte. Hier seht ihr, wie wir das Gelände betreten können. Hier müsstet irgendwann auch mal den Mistpart und sowas wegmachen. Ne, hier seht ihr dementsprechend den Futterbereich. Also alles sehr schön offen und luftig gehalten. Hier gibt es halt die Milch. Hier schön extra gemacht. Einmal Gülle, einmal Mist. Ne, also sehr geräumig und schön gemacht. Wir haben hier auch mehrere Tore, die wir aufmachen können. Und wie gesagt, haben wir halt eine relativ große Fläche. Und Besonderheit hier bei der Fläche hier in der Mitte gibt es sogar noch ein bisschen Wasser. Ne? Auch das ist inklusive sozusagen. Ne? Hier sehen wir mal den Bereich von innen. Ne? Hier werden die Melkgeschichten dann gemacht. Also ich finde es insgesamt schon sehr gut gemacht, das Ganze hier, muss ich sagen. Hat schon was. Ja. Ja, hier kommen wir auch wieder rein und raus. Ne? Die hat natürlich jetzt kurz eine Reaktion gegeben, weil ich hätte auch das Tor aufmachen können, statt rüberspringen. Aber wie gesagt, ne? Das passt soweit. Eigentlich ganz okay. Wir gucken uns das Ganze im Shop an. So, wir sind bei Tierhaltung. Scrollen eine Runde durch. Und da haben wir es. MNQ weiter heißt das gute Stück. Kostet 300 am Tag. 200 Tiere gehen rein.
und fordert eine Fläche von 185 mal 150 Metern. Das ist halt der Knackpunkt. Ihr seht selber, das ist die Größe. Auch dass hier der Zaunbereich zu Ende ist. Ihr seht, ihr müsst das Eckige hier rechnen, nicht das Zulauf, ne? Sondern tatsächlich das, den kompletten Bereich, den ich ja vorhin schon mal gezeigt hatte da. Das läuft. Wir machen weiter. Wir skippen nämlich mal wieder. Landen bei dem Kollegen hier. Und hier haben wir nämlich nochmal zwei wunderbare Mods stehen. Wir sind hier nämlich noch einmal an einem kleinen Unterstand. Der wird mit einer eigenen kleinen Bodenplatte geliefert. Hat eine minimale Kante dadurch dran. Wir haben eine Holztextur dementsprechend. Ne, zwei unterschiedliche. Sieht soweit sehr gut aus bei der, wenn man dicht dran geht. Bei der ist es so okay, würde ich sagen. Wir haben hier in der Mitte auch noch eine Betonstütze. Ne, sieht man, sieht auch irgendwie, da habe ich schiefe Augen, also ist nicht ganz mittig. Das ist aber auch nicht so wild. Wir haben oben ein schönes Wellblechdach drauf, ein bisschen Efeu drumherum. Ich kann ja einmal rumlaufen. Das sieht also ein bisschen angewittert aus, finde ich eigentlich soweit okay. Ihr seht selber, die eigentliche Fläche selber ist halt eher der Sandpart hier. Ne? Und ja, da haben wir den Part hier. So sieht's aus. Wir machen noch eine Runde weiter, aber klar, erst natürlich das Ganze im Shop. Das ist ganz normal unter Hallen zu finden. Ne? Kostet 15.000 und müsst ihr dann 10 am Tag für auf den Kopf hauen. So sieht das so ungefähr aus. Ne? Gut, ich laufe eine Runde weiter. Hier haben wir jetzt mit eine nächste kleine Besonderheit, die gar nicht so wild aussieht. Also wir haben texturenmäßig hier, sieht das ganz okay aus. Wir haben hier schön eine Steingeschichte. Ne? Ein bisschen Efeu auch hier dran. Haben hier schön eine kleine Garagengeschichte, wo wir was reinstellen können, Fahrzeug, PKW, irgendwas in der Richtung. Ne, hätten hier auch noch einen theoretisch gesehen Dachboden, haben hier Zubehörgeschichten mit Nägel, Schrauben, was auch immer. Ne. Ihr seht ja noch, Farbe ist hier noch und Grasgeschichten und Schläuche und Rasenmäher und Hubwagen und Milchkannen und was auch immer. Und hier neben sagt ihr euch, wofür sind die Dinger denn da? Einen habe ich schon aufgemacht, den zweiten mache ich jetzt mal auf. Hier gibt es auch Licht drin. Seht ihr, hier ist ja Getreide drin. Genau, weil das hier ist auch ein Getreidelager. Ich habe jetzt noch nicht so richtig gesehen, wo oder wie man das Getreide rauskriegt. Wahrscheinlich auch nur, indem man hier ranfährt. Es ist ein richtiges Getreidelager, was 50.000 pro normale Standardfrüchte dann dementsprechend bringt. Ich zeige euch das Ganze mal nicht im Shop, das machen wir gleich, sondern erstmal hier. Weil hier seht ihr es. Ich habe sonst kein Lager hier irgendwo stehen. Da seht ihr 50.000 bei den ganzen Standardfrüchten, ne, bis hin zum Mais. Also wie gesagt, ein einfaches, schönes, kleines Gebäude, was halt sehr viel bietet dafür. Ne? Also ist also relativ kompakt gehalten, auch für ein Lager. Man hat auch eine Garage dabei. Ne? Warum nicht? Ich zeige euch das auch nochmal hier im Shop. Das finden wir unter Silos. Scrollen zum Ende durch. Und da seht ihr das Wirtschaftsgebäude mit Getreidespeicher. Kostet 20 am Tag. 50.000 Liter von den Standardfrüchten geht rein. Also ihr habt ein Gesamtvolumen von 350.000 Liter. Ne? Und es kostet nur 30.000, was es dadurch zu einem der eher günstigsten Geschichten macht in dem Bereich. Ne? Also das ist ganz gut gemacht, würde ich sagen. Hat was. Ne? Texturentechnisch von den Türen hier, hatte ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Seht ihr, das Holz hier sieht auch sehr alt aus. Ne, ist natürlich auch nichts zum Nase ranstupsen, aber aus einer gewissen Menge an Entfernung. Oder auch hier die Stützen, hier sieht man auch schön mit den Winkeln, wie das Ganze festgemacht ist, damit sie auch die Last noch mithalten, ne, und nicht wegrutschen. Auch hier die leicht angerosteten Schrauben bei den Verschlussmechanismen. Ne, man sieht auch hier, wie der Sicherungsstift hochgeht und sich hinterher wieder einhängt. Hier, da habe ich auch noch übersehen, noch ein bisschen Deko-Geschichten noch dazu. Also insgesamt sehr gelungen, muss ich sagen. Ich werde mal so ein Stückchen hier zurücklaufen und wenn ich hier das getan habe, dann komme ich nochmal zu meinem Standardspruch. Es wäre sehr schön, wenn ihr mich unterstützen würdet, nämlich die Leute, die jetzt schon mehrere Folgen geguckt haben und gesagt haben, ja, das ist doch super, ne? Gefällt mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet. Natürlich würde ich mich allgemein über ein Abo freuen, auch wenn es euch schon nach der ersten Folge danach ist, klar. Ne? Ich würde mich auch über einen passenden Daumen freuen und auch wenn es mal nicht so nach eurem Geschmack ist, meinetwegen auch nach dem anderen Daumen, habe ich kein Problem mit. Ist ja eine Geschmacksfrage, ne? Ist ja nicht... Es gibt nur Daumen nach oben. Es gibt es halt nicht. Ne? Also, wie ihr dementsprechend möchtet. Und wenn es euch sehr gut gefällt, dann wäre ich auch, hätte ich kein Problem damit, wenn ihr das Ganze auch noch teilen würde. Ja, so simpel ist das Ganze. Ne? Ich bedanke mich dann aber auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann auch für die Unterstützung, die dann
schon da ist, aber dann vielleicht noch zahlreicher wird, sage ich einfach mal so. Und sagte mal vielen Dank und bis morgen.